Und es ist hier nur Mulle, 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 Mulle. Oh. Das ist natürlich schon was Schönes. Es fehlt nur noch Munition für das gute Stück. Na, wo ziehe ich mir jetzt SKS-Munition aus dem Popo? Noch eine SKS, ey, what the fuck? Jetzt runter. Mit was für eine Muni schießt eigentlich die CZ irgendwas? Die schießt auch mit der SKS-Munition oder der AKM-Munition, so gesehen. Pink, du High 6078. What the fuck? Ciao, Coca-Cola. Pianohaus hast du oft mal irgendwie so SKS-Munition oder auch in solchen Häusern kann das gut mal rumliegen. Du musst schon ein bisschen Glück haben. Na, mach die Tür auf. Tür auf! Richtig Zuschauer momentan, yep. Keine Munition, ey. Fuck mal nein. Es waren schon mehr, ja. Wir hatten schon mal bis zu 200. Wenn ich, nur DayZ streame oder DayZ im Allgemeinen streame und das auf YouTube ankündige, dann gehen wir so auf 200 hoch. Das ist eigentlich relativ nice. Martin hat doch irgendwie am Wochenende oder im Nach... Oh ja, natürlich finden wir Hose Munition. Ja. Nächste Woche hat er frei. Dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr DayZ streamen. Wo durchaus passieren. Werden wir sehen. Aber nur die Hälfte ist on bzw. angemeldet bei Twitch. Echt? Die Hälfte nur? Das heißt, wir haben 60 Zuschauer, die nicht mal einen Twitch-Account haben. So krass. Hätte ich nicht erwartet. Ah, es war so klar, dass der Scheiß wegpackt, ey. Come on. Naja, du musst halt überlegen, es sind halt auch viele, in Anführungszeichen, tote Abonnenten mittlerweile, weil das halt schon relativ lange mache und auch viele Abonnenten, die nicht nur DayZ gucken. Und auch viele Leute, die YouTube-Videos gucken, gucken nicht unbedingt Livestreams. Auch SKS-Munition. Give it to me. Moin Jonas Meyer, wie geht es dir? Mindestens 75 schreiben die im Chat, ja. Das ist ja auch voll okay. Ich schreibe, wenn ich bei manchen Streams schreibe ich auch eher nur selten in den Chat. Weil ich da meistens auch nur eher zuschaue. Na, nimm's mit. Schon okay, Karl. Es war nur leicht übertrieben zum Ende hin. Ciao! Oh, wir finden schon wieder Mausemunition, Mann. Hätte mir lieber mal eine Maus hingeben sollen, als eine verdammte AK, SKS.
Okay, wechseln wir den Server, der restartet jetzt eh. Hallo, mach's auf. Ist doch voll Wurst. Moin, Oberst Klink, wie geht es dir? Kein Gestöhne mehr, ja. Sie rennt auch nicht mehr so viel und stöhnt sie auch nicht mehr so viel. Boah, irgendwas lädt bei mir runter gerade. Ah, du. Tschüss. Battle.net Launcher, der mein Internet kaputt machen will. Bisschen angepisst von Daisy. Ja, passiert. Kommt definitiv vor. Wie heißt die Serie mit Oberst Kling? Irgendwas im Käfig. Ja. Das kenne ich auch noch. Die Serie ist relativ alt, aber die war gut. Ein Käfig voller Helden, genau. Genau. Unsichtbares Zombies, Server Restart. Ja. Kenne ich. Man muss sehr aufpassen, wenn die Server gerade gerestartet sind. Sollte man immer noch mal irgendwie so 2 bis 3, 4 Minuten warten, bevor man da drauf connectet, weil es gut sein kann, dass die sonst den Char resetten. Siebzehn, 16, 15, go, go, go. Was ich für eine Internetleitung habe, eine 3 Mbit Up und 3 Mbit Down SDSL-Leitung aus seiner. Please wait. Was geht bei dir, Machakotta? Was geht bei dir? Please wait. Ich hasse Please wait, ey. Oh mein Gott. Nee, Flensburg ist mehr so ein Dorf, hier gibt's nur Schrubber-Internet. Oder zumindest, es gibt hier leider kein Kabel-Internet. Wenn ich Kabel-Internet hier bekommen würde, wäre das alles nicht so problematisch. Aber dass das hier nicht gibt. Wenn man einen Splint wirft, dass das Server restartet, hab's mal gesehen. Glaube ich nicht. Kann sein, dass es mal ein Bug war, ja. Jeden Fall geht der Server hier nicht. Oh ja, ein Flens wäre jetzt echt gut. Ich hab sehe gerade, ich habe ja eins. Wow, ist der Server auch gerade gerestartet? Hat sich ja voll gelohnt, von dem einen Disk zu connecten. Aber okay. First Person, First Person, First Person. Der ist voll. Der geht.
Waren das mit welchem Patch? Ist das schon lange her? Ist mein Guckloch. Jetzt noch mal warten, ey. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich habe gerade eben Percy Jackson, den Film oder die Bücher gelesen oder was hast du gemacht? Die Filme habe ich gesehen und ich habe auch mal angefangen mit den Büchern, aber ich bin irgendwie nicht weit gekommen. Habe ich nicht sogar noch hier irgendwo liegen? Kann gut sein. Eigentlich müssen die irgendwo liegen, weil mich nicht mein Bruder schon wieder mitgegeben hat. Kennst du St. Peter-Ording? Ja. Aber da bin ich nicht unbedingt oft, Capri. Ist auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo das genau liegt. Ist bei euch der Stream auch so abgehakt? Meine hängt immer. Nö, der sollte eigentlich nicht abgehakt sein. Der müsste schön flüssig sein. Hier ist alles offen. Hätte es gedacht. Es liegt nicht an mir, dass der abgehackt ist. Wenn du Twitch ein bisschen rumbitschen oder dein Internet. Eins von diesen Dingen. Ich kann da leider nicht viel machen. Ich habe null Dropped Frames. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Christbaumbeleuchtung. Break. Liegt auch wieder nur Müll rum. Müll, 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 Müll. Unmengen von Müll, 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 Müll. Da war es anscheinend nicht gerade neu startet. Aber auch. Hier sind überall schon Leute durchgelatscht. Soll ich da jetzt meine SKS-Munition mir herzaubern? Guck mal, hier kommt noch jemand anderes auf die Idee, die Stadt wie Weihnachten zu beleuchten. Dr. Hansen war ja mal komplett in Rot-Orange, ja. Alter, hier ist ja auch alles gelootet worden, ey. Immer geil. Was machen wir da jetzt? Ich könnte mal hoch ins Rathaus gehen, aber ich glaube nicht, dass das groß von Erfolg gekrönt sein wird. Gucken wir mal. Ich meine, ich habe Unmengen von Mosin-Munition. Vielleicht liegt oben halt noch eine Mosin. Kann natürlich durchaus sein. Nichts, 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 nichts mehr. Über nichts, nichts. Camo zählt nicht. WB Minecraft Freak. Ring runter, wenn da nichts ist. Nee, danke. Dann muss ich ja wieder von vorne anfangen. Es ergibt doch gar keinen Sinn, Carles. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Hello. What up? Hello. How is your day? What? How is your day in the zombie apocalypse? Yes, very good. That's great. Did you see anybody here? No, I haven't. My friends are coming here. Oh, that's nice, that's nice.
Hier oben auch immer Leute drin sind. Und bestimmt war der oben schon und hat alles eingesammelt. Der Pimmel. Der Pimmel. Ne, der kommt noch hoch. Der neue Loot darf ja auch irgendwo spawnen, wo nix weit und breit ist. Ja, das kann sein. Ciao, Mr. Aska. Oder noch Aska, ja. War schon richtig. Wo soll denn jetzt hin? Ja, wir gehen mal zum Backsteinhaus. Aber es wird wahrscheinlich auch gelootet sein. Oh, Mann. Er sieht aus wie von der Apple Company. Na, nicht ganz. Na, das Stöhne geht schon wieder los bei dem Gelaufe. Traurig, aber wahr. Ja, mich nervt es auch. Ich kann es leiser machen, Mann. Hört man halt vom Spiel halt auch deutlich weniger, ne? Hello. How are you doing? Yeah, me too. I'm searching for some ammunition. But I can't find something. It's the best weapon in game, for sure. Yeah, I haven't seen anything around here yet. Pretty sure everything is gone out of the city. Yeah, it's true, it's all looted, it's all gone. It's sad! Die Lootstaubsauger waren hier fleißig unterwegs, ey. Heißt der Server The House of Willy and Bob? Nein. Da sind wir gerade nicht drauf. Hätte ich eine Freundin, würde ich jetzt echt sagen, sie soll sich mal... Achso. Exe. Wow. Englisch für Anfänger. Ja, so oder so ähnlich. Grüner Raincoat, den man leider nicht patchen kann. Das grüne Disco-Beleuchtung. Habe ich schon einen Kompass? Ja. Was für eine KD im Battlefield habe. Ich glaube irgendwas mit 1,6 oder so. Overall. Nicht besonders hoch, aber ich spiele auch nicht besonders angestrengt. Teilweise gehen da echt ein paar Runden ins Land, die sind ziemlich Potato. Ich weiß, dass das dein Ernst ist und das macht es nur umso lustiger. Hier ist nichts. Hier unten ist noch mehr Christbaumbeleuchtung. Und da geht der Server offline. Alter. Ich zahle, ich spiele alleine. I pay, I play alone. Was ist das denn für ein Server? What the fuck, ey. Mal gucken, ob wir irgendwas Gescheites finden hier. Ey.
Wir können mal in History gucken, warte mal. Habe ich nur Experimental Server, ne, jetzt? Geh mal darauf. Geh mal auf dem Turm Schornstein, gucke von oben rein. Ja, da ist ein Weihnachtsmann, ich weiß. Aber dadurch hier kein Third Person habe, kann ich da auch schlecht reingucken. Ist hier auch schon wieder Weihnachtsbeleuchtung? Who is cooking? Who is cooking on the street? What the fuck, man? Eigentlich war mitten auf dem Ding ein Gaskocher aufgestellt, zum Kochen. What the fuck? Ich hätte gedacht, dass es mir jetzt gleich ins Gesicht schießt. Aber war wohl nicht so. Kann ich ihn einfach einpacken? Deine Schwester sucht das Nutella und du hast es einfach versteckt, man. Ist das nicht ein bisschen gemein? Moin, kein Problem. Oder Problem. So, ich will das jetzt einstecken. S. Ne. Ne. So, jetzt habe ich das aber nur darunter genommen. Na egal, lass uns das hier. Geisterköche, ja. Die RTL 2 Geisterköche waren am Werk und haben fröhlich mitten auf der Straße ein Stadtkochen gemacht. Rennen wir noch ein drittes Mainz da hoch oder was? Hier ist auch schon wieder alles offen, ey. Ne, nicht alles. Aber fast. Nutella ist überbewertet. Ein bisschen, ja. Ich habe auch schon lange kein Nutella mehr gegessen. Ein bisschen zu süß, ey. Crossbow. Oh, Crossbow und Weihnachtsbeleuchtung. Lol. Warte mal. Crossbow? Warte, wo ist das Crossbow? Ja. Jetzt nimm's mal in die Hand. Alter. Ey, das Rotpunkt will ich haben für eine, für die AKM oder so. Das haben wir sexy. Das ist ja richtig sexy, Mann. Alter, warum geht das nur auf den Crossbow drauf? Ja, richtig schade. Ja, pack's weg. Na, da ballert mir nichts ins Gesicht. Moin Schoko Brownie. Wie geht's? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, deswegen dachte ich mal, gucken wir uns wenigstens mal kurz an. Aber war nicht besonders interessant. Oh, heiß. Boah, ist das hier ruckelig. Noch mehr Reis. Mehr Reis. Und noch mehr Reis. Und noch mehr Weihnachtsbeleuchtung. Wie alt ist deine Schwester? Hm, das ist eine interessante Frage, Minecraft-Freak. Hi, nee, Schoko Brownie habe ich schon Hallo gesagt. Habe ich schon noch mehr Beleuchtung. Warum liegt hier keine Mausen oder so, ey? Oder SKS-Munition. Eins von beiden. Oh, habe ich nicht. Oh, ich habe Revolver-Munition. Alter. Vorne. Den nächsten, den ich treffe, den schieße ich einfach über den Haufen. Habe ich gerade Lust zu.
Was hast du für ein Handy? Ich habe ein steinaltes, wirklich steinaltes, ich glaube 3 oder 4 Jahre altes Motorola Milestone, was man auf- und zuklappen kann. Na Hoffmann, wie geht's dir? Waffe for the win, ja. Der ist im Rucksack für sich versteckt, oder was? Stimmt, wenn jetzt jemand heiratet, können wir ganz viel Reis werfen. Weißt du, ihr kennt doch, es gibt doch auch so Heiraten in WoW. So Ingame-Heiraten. Warte mal, ich höre Leute. Ich hab gerade irgendwas gehört. Was ich eigentlich sagen wollte, ihr kennt sie aber vielleicht, wenn die Leute in WoW oder in MMOs heiraten. Aber bis jetzt hat noch keiner, den ich kenne, in DayZ geheiratet, Mann. Das fehlt noch. Irgendjemand muss mal in-game DayZ heiraten. Das ist ja mal cool, und dann stört irgendwer die Hochzeit. Dann gibt's da Banditen und das wäre mal cool. Plane schon ein cooles Skript. Und dazu brauchen wir noch eine Frau, die sich heiraten lässt. Weil ich will Martin nicht heiraten. Keiner da, aber warte. Gibt auch keine Waffe. Spiel Kill Bill nach. Sowas in der Art, ja. Wollen wir in-game heiraten, Beam? Hast du eine Vagina oder hast du einen Pillermann? Das ist schon ein wichtiges Detail beim Heiraten. Kommt natürlich keiner mehr vorbei, wo ich meine krasse Magnum habe. Beides! Nee, das ist super. Wenn man beides hat, hat man auch beide Vorteile, oder was? Wenn Martin Hendrik heiratet, läuft Hendrik in DayZ Amok. Maybe. Nichts mehr los. Server ist voll. Das ist wieder der Geisterkocher. Auch immer noch keiner, der den bewacht oder so. Zombies hört man. Also noch immer noch keine Zombies, die einen verfolgen. Buh, buh, buh. Nein, wäre ein Witz. Ich habe keinen Pillermann, okay. Ja, ich hoffe, das wissen sie. Also Exe war auf jeden Fall dabei. Die mir der gute Buchse voll spendiert hat. Tomatensalat, ja. Da war da wer? Ey, yo! Okay, ich hab nur Halluzinationen, alles cool. Lass mich durch! Boah, ruckelt das gerade, Alter. Was ist da los? Hallo! Danke. Wenn wir die Türen öffnen können, ey. Weißt du, sowas Einfaches in Spielen wie Tür öffnen, Tür schließen. Selbst das kriegt er nicht gescheit hin, ey. Ist furchtbar traurig.
nichts los. Wo laufen wir jetzt hin? Richtung Airfield oder was? Wir laufen einfach mal straight Richtung Berge. Groß was zu verlieren habe ich eh nicht. Let's go. Wunders, übertreib's mal nicht so. Spielst du heute noch Regular Daisy? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich keinen Bock habe, gerade vom Airfield zurückzulaufen. Ist mir so weit. Und ich habe auch keinen Bock, am Airfield rumzugammeln. Ich irgendwann anders. Hast Hunger? Dann iss mal's. Wenn man Hunger hat, sollte man was essen. Oder ist der Kühlschrank komplett leer? Ich will heute zum Glück erst einkaufen. Schon okay, Jonas. Ich laufe jetzt mal Richtung Berre. Ich gehe übers Airfield. Mal gucken, ob wir ankommen überhaupt. Boah, la. Schleich dich halt hier hoch. Moin Botok, was geht? Oh Karl, es bitte nicht so komisch schreiben, ey. Davon kriege ich Augenkrebs. Kilo bei 1,92, ein bisschen, ne? Ich wiege zum Glück nur 1. Weiß ich gar nicht. Ich bin auch nur 1,73 groß. Aber ich wiege auch nicht viel mehr. Oder viel weniger, wohl eher gesagt. Mehr sowieso nicht. Wie lange streamst du heute noch? Pff, keine Ahnung, nicht mehr so lange. Bis 12 wahrscheinlich, Max. Ein bisschen früher Schluss machen. Das sind ja schon wieder 6,5 Stunden, ey. What the fuck, ey. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man am Streamen ist, ey. Wenn man irgendwie mal unbedingt zeitlos werden will, unbedingt streamen. Das geht furchtbar schnell. Und das ist bei mir. Oh, man kommt. Warte, halt. Wie kriegt man denn die Munition? Ach so. Eject. HLS ist auch 1,72. Ich glaube, ich bin 1,73. Maximal 1,75. Wenn man großzügig vielleicht ist. Damit bin ich nicht klein, aber auch definitiv nicht groß. Moin, moin, Niki. Ich finde hier noch SKS-Munition. Nö. 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 Ein grüner Rucksack, wo ist mir jetzt gerade Wurst? Und nur noch ein Steering Kit, wozu? Fuck, au. Zieh dich. Gehst du ins Gym? Nope. Ciao, Michi. Ja, ich würde auch gern gerade ein bisschen zunehmen. Eigentlich allgemein. Muss gar nicht so Muskeln sein, aber so ein paar Kilo mehr würden mir, glaube ich, gut tun. Aber Essen ist doch perfekt teuer. Manche Leute haben vielleicht gar nicht so das Problem, aber ich finde, Essen ist eigentlich relativ teuer. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich fett fressen sollte, weil ich gar nicht das Geld dazu habe. Simpel. Eigentlich sind alle fetten Menschen nach der Logik einfach nur zu reich. Gut, wahrscheinlich nicht. Aber. Oh, SKS-Munition. Give me. Deine Schwester ist 1,95 groß. Alter, du hast eine große Schwester. Ich kann dir den Popo verhauen, deine Schwester.
WB Sachsen Fan. Sie blieb Schlange und bekam die Kilos. Ah. Natürlich unpraktisch, Tomatensalat. Müll. Ciao Jonas, bis morgen. Vergiss zu essen, wenn du den halben Tag DayZ zockst. Ja, ist bei mir auch immer so ein Problem. Wenn du halt am Zocken bist, gerade am Stream, willst du ja auch nicht gerade losgehen und dir irgendwie 5-Gänge-Menü klar machen. Und wenn der Stream die ganze Zeit warten müsste. Von daher nicht so einfach. Nee, morgen nicht. Was ist morgen nicht? Sehen wir uns morgen nicht? Das, was du mir sagen wolltest damit? Deine ganze Familie war und ist landschaftlicher Betrieb. Das ist cool. Das sind die Leute, die uns das Mampfen machen, so gesehen. Kennst du die DayZ-Map schon auswendig? Gewisse Teile, ja. Die komplette Map, nein. Dafür ist sie einfach zu groß. Was hältst du vom Scammen in CSGO? Was sollte man deiner Meinung nach tun, wenn man welche kennt? Die Leute scammen? Ist natürlich super arschig, Mann. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich dafür machen würde. Ich habe solche Freunde nicht. Ach ja, Emotionen. Was war das nochmal? Sachen wie Freude, hahaha, und traurig sein. Das sind Emotionen. Kommt eigentlich noch mal was von Payday 2? HLF Tim höchstwahrscheinlich nicht, nein. Das war mehr so ein kleines Nebending, was wir mal ein bisschen gezockt haben kurzzeitig. Aber da wir uns nie zusammenfinden können, alle vier mal Payday zu spielen, wird da wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Muss ich sagen. Ich fand auch ehrlich gesagt Payday nicht so geil. Ich finde die Idee relativ cool von Payday, aber nicht gescheit umgesetzt. Bin mal gespannt, wie das Battlefield Hardline machen wird. Wobei ich da bis jetzt auch schon so Gemischtes gehört habe. Moin Seefahrer, was geht bei dir? Hier sieht komplett offen aus. Sieht doch nicht so aus, als ob hier irgendwer spazieren läuft. Hast du irgendwas gehört? Oder kam es mir nur so vor? Was ist fies? Wir fahren jetzt einfach Richtung Berecino. Guck mal, was da los ist, Alter. Bei mir ist alles fit und bei dir? Resino ist irgendwie noch ein bisschen weit weg, ey. Ich kann die Waffe auch mal wegstellen. Stapft da ein bisschen schneller. Kann man in DayZ Mauern umstürzen? Mit einem Auto kann man es machen, die es noch nicht gibt. Du kannst es mit Granaten machen. Ansonsten wird schwer. Es ist auf jeden Fall theoretisch möglich, ja. Aber du kannst hier nicht irgendwie umlaufen oder umschlagen oder so. Das geht nicht.
Wow, aua. Ab der wievielten Minute hast du deine Pizza bekommen? Oh, ich hab keine Ahnung, Mann. Schon. Weiß nicht, 2 Stunden? Schon eine 2 oder so? Wirst du dir eigentlich mal einmal 3 Breaking Point holen oder streamen? Markus, das habe ich schon getan. Ich hab's auch. Und ich stream's vielleicht auch irgendwann nochmal, Markus. Aber ist jetzt kein großes Projekt, weil ich find's nicht so cool. Ist ganz nett. Ja, Karl, das entspann dich mal ein bisschen. Magst du Fußball und FIFA? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde Fußball relativ langweilig. Deswegen spiele ich auch keine Fußballspiele. Ich laufe richtig, aber müsste schon richtig sein. Dann gucken wir mal, was in Berezino los ist. Bisschen PvP. Bisschen Magnum-Pistolen PvP. Wenn der Server nicht irgendwie bis dann der abscheißt oder man schreibt. Naja, ist ja okay, Markus. Ist ja voll okay. Habe ich aber sogar auch, glaube ich, auch auf YouTube gepostet, oder? Ich meine schon. Gibt's ja auch, glaube ich, einen Mitschnitt auf meinem Twitch-Kanal. Meine ich, ein Highlight. Oder? Kann sein. Bin mir nicht sicher. American Football. Finde ich echt, American Football ist relativ interessant. Also wenn der Super Bowl und so läuft, finde ich das durchaus interessant. Aber ich kann da keinen wirklichen Zugang zu finden, weil ich es nicht hundertprozentig verstehe. Das ist so mein Problem. Und das Problem ist natürlich auch, dass es irgendwie, du müsstest relativ viel Geld dafür bezahlen, damit du dir die Spiele angucken kannst. Ansonsten finde ich American Football eigentlich relativ interessant. The Last Division. Who the hell cares? Hoffmanns Brötchen sind alle weg. No! Woher hast du eigentlich immer die ganzen Brötchen, Hoffmann? Da noch um die Ecke laufen. Und das Ganze hier gleich wieder für die Katz. Kann man sich den eigentlich selbst auf den Kopf stellen? Oder? Nö, es geht nicht. Ja gut, man kann ihn in die Hand nehmen und sich selbst auf den Kopf ziehen, aber das ist bescheuert. Machst du mal ein Abo-Treffen? Das Problem ist, dass ich halt ziemlich weit im Norden. Warum liegt hier ein toter Elch, Mann? Oder Hirsch? Es ist ein Problem, dass ich ziemlich weit im Norden wohne. Im Grunde nördlicher geht's ja nicht mehr, sonst wären wir in Dänemark. Und daher ist ein Abo-Treffen relativ kompliziert. Ich glaube, dass die wenigsten wirklich Bock haben, bis hier hochzufahren. Und so Gamescom, ehrlich gesagt, ist nichts für mich, weil es einfach zu voll ist. Vielleicht irgendwann mal, aber momentan fällt mir da keine gescheite Möglichkeit an. Du bist in Australien? Ja, stimmt, Botok, aber das sind dann ja nochmal keine wirklich legalen Streams. Weil wenn du das legal, das wird ja auch legal gestreamt, kannst du dir auch angucken. Aber es ist halt relativ teuer. Verarscht die Karl Esther gerade oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen, Chat?
Hauptsache, ihr habt euren Spaß. Hm. Oh, da schießt eine Maus hin. Im roten Wald oben. Da wette ich doch drauf. Dann nimm sie runter. Oder? Das ist roter Wald, Mann. Ja, ich glaube schon. Schnaufe ist jetzt zwar ein bisschen lauter, es tut mir leid, aber ich muss unbedingt hören, wo die Schüsse herkommen. Dann schießt der Penner nicht mehr. Ach da, es muss irgendwie hier sein. Ist nicht roter Wald. Wow, oder geht er auch. Ich glaube, das sind zwei. Ich glaube, eine Maus ist oben im roten Wald und ich glaube, eine müsste hier vorne irgendwo sein. Aber schwer auszumachen, wenn die jetzt nicht mehr schießen. Da war ich irgendwie noch so ein bisschen zu weit weg. Lass uns erstmal hochnehmen, mal. Nämlich in der Richtung. Jetzt kommen wir erstmal zur Ruhe. Go, go, go. Ja, ihr sollt die Leute nicht mobben im Chat. Ich weiß, dass es vielleicht lustig ist für kurze Zeit, aber übertreibt's nicht. Fast sagen, das ist da im Haus. Irgendwo hier im Haus sitzt er. Irgendwo. First Person ist natürlich wieder mega der Nachteil, wenn man kaum was sieht. Rest in peace, bro. Ja, noch länger gelootet, aber der Penner mit der... Penner mit der AKM und so macht mich ein bisschen nervös und dann... Mal kurz den Rucksack entpacken, ey. Ist der Rucksack komplett voll?
Alter, das ist sogar noch eine Mosin mit einem Standbein. Alter, wie alt ist die denn? Mit Bipod, ja. Die ist steinalt, die Mosin. Oder 80.000 mal gedoppelt worden. Kann sich der Rucksack jetzt mal entpacken, ey? Rucksack muss voller Zeug sein. Und ich habe meine tolle Potato-Hose noch. Ja. Der Rucksack will nicht. Ey, kein Schimmer, was da alles drin sein muss. Wie ist das? Dim, 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 dim. Du hast Angst, KLS, wovor? Wir tun dir im Chat doch alle gar nichts. Moin, Alexa. Steh auf! Au. Du musst es auf den Namen zielen. Und das bringt was. Bringt auch nichts. Wenn ich das auf den Namen ziehe. Der Rucksack bleibt verbuggt. Weiß nicht, ob ich mich da nochmal hintrauen sollte zum Looten. Ich würde eigentlich gerne seine Kleidung und so haben. Ich habe einen Kompensator drauf. Ja. Ja, auf den Boden legen und dann reinlegen. Meinst du, das geht mehr? Da sind das Zeug drin. Und er muss von oben bis unten voll sein. Deswegen ist der so buggy. Wenn ein Platz frei ist, wird das automatisch in den Slot gepackt. Ja, aber ist leider kein Slot frei. Deswegen sehe ich erst beim nächsten Reloggen, was denn da wirklich drin ist. Problem ist, dass er so mitten auf der Wiese gefreckt ist, ne? Dann wird das, glaube ich, gar nicht so einfach. Er liegt mitten auf der Wiese, ja. Wo liegt jetzt nochmal seine Waffe? Oh Gott, die muss hier irgendwo liegen. Boah, Alter, ist das scheiße in Ego-Perspektive. Guck mal, hier liegt er. Wo schlag er hier? Da liegt's. Die ist eh ruined. Nicht unbedingt gelohnt. In der Stadt geht gut Action. Moin Adam. Geht bei dir. Texturen hier flackern, ist ja heftig, ey. Ist normalerweise nicht so krass. Wenn irgendwer schießt mit M4 in der Stadt. Gott hat. Gott hat.
Ich habe keinen Schimmer, wo. Und in den Nahkampf zu gehen mit meiner Maus ist jetzt auch ziemlich dämlich, ne? Da geht auch eine AKM wieder los. Die werden sich hundertprozentig hier irgendwo wieder verkämmt haben, die Würstchen. Mal ganz ehrlich, da habe ich echt voll keine Lust drauf. Wo will der denn hin? Will runter in die Stadt. Schießt es auch schon, Mine. Können ja mal ein bisschen verfolgen. Was kostet bei euch eine Pizza, die ich mir gerade eben bestellt habe? Irgendwie 8 Euro noch was, 8,50 Euro oder so. Eine einzelne normale Pizza 7 Euro, eine große 7 Euro noch was. Je nachdem, ob du etwas extra drauf haben willst, ne? Moin Sky Sand. Stream bitte noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen vom Bäre PvP sehen. Ihr seht ja nicht viel. Das Problem ist, wenn ich mich mit dieser AKM anlege und das keine weite Entfernung ist, macht das Peng Peng Peng, ich bin tot. Aber ich glaube, der ist hier am Hafengebiet. Wenn ich den schlau umlaufen kann, könnte da vielleicht was gehen. Aber nur vielleicht. Ich weiß halt nicht, ob die M4 und die AKM zusammengehören oder ob die gegeneinander kämpfen. Bei euch höchstens 5 Euro, ja. Weiß ja nicht, wo du wohnst. Also bei uns ist das eher Kleinstadt und das ist relativ teuer. Die AKM ist auf jeden Fall da hinten im Hafengebiet. SKS, die hier abgeht. Ich weiß nicht, ob die SKS jetzt wieder dazugehört oder ging. Da geht wieder die M4 los. Das ist alles hier am Hafen. Definitiv hier am Hafen. Ja, KLS, übertreib's wieder nicht. Bitte. Ich möchte dich nicht schon wieder timeouten müssen. Mit dem los. So, Mr. AKM, schieß bitte nochmal, aber nicht auf mich. Muss das sein, über die Kilometer Entfernung? Habt ihr den gesehen? Der ist auf jeden Fall dahinter. Die Frage, wo er hin ist.
da. Shit! Okay. Fuck, 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 ich hab zu spät, ey. Ich dachte, er bleibt eine Sekunde länger stehen, ist er aber nicht. Dumme Penner. Ob den habe ich. Der ist down. Nein, da kommt noch einer. Hm. Au. Au. Alter, was macht der da? Das ist so lächerlich, wie man. Er holt die Axt raus, packt sie weg, holt die Dings raus, holt wieder die Bandage raus. Mach eins von beiden. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Bleib halt stehen, bleib halt stehen. Für was bleibst du jetzt stehen? Wieso reloadet das scheiß Magazin nicht? Lad doch das scheiß Magazin da rein. Wo ist dein verficktes Problem? Ja, es ist ruined. Aber die kann man doch normalerweise nachladen. Oh Gott, sind hier viele Leute. Oh Gott, sind hier viele Leute. Wieso lädt er das Magazin nicht nach? Ich habe keine Ahnung. Er will das Magazin. Er will auch nicht die Waffe wegpacken. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Oh mein Gott, bist du blöd. Oh. Ah, egal. Ah, fick dich, Spiel, ey. Fick dich, Spiel. Fick dich, fick dich, fick dich. Ganz hart in den Popo. Mir ist ja kein Bock mehr. Nur mit R. Ich hab 10.000 Mal auf R gedrückt. Er hat's nicht getan. Wie viele Leute da auch ankamen, Mann? Da waren zwei Leute mit Furz, zwei Leute mit AKM. Keine Ahnung. Was soll's. War auf jeden Fall ganz nett zum Ende hin. Wir sehen uns morgen, Leute. Vergesst nicht, dem Channel zu folgen, wenn ihr wieder saubere Action haben wollt. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen. Hoffentlich buggt Daisy dann nicht wieder so rum, dass man auch vielleicht Munition reinladen kann. Seraphine, du kommst leider im unpassenden Moment. Ich gehe jetzt auf. Ja, hat auf jeden Fall derbe Laune gemacht. Ja, morgen denke ich wieder Daisy und das gewohnte Zeug. Bis dann, Leute. Macht's gut. Genießt euren Abend, schaut euch die anderen Broadcaster an auf Twitch, wenn ihr Bock drauf habt. Und schaut mal auf YouTube vorbei, da gibt's auch einiges zu sehen. Bis dann, Leute, und gute Nacht. Tschüss.